Hey, vielleicht hast du auch schon mal diese Meldung auf deinem Fernseher gesehen oder siehst sie jetzt gerade. So oder so bedeutet es, dass dein HD Plus abgelaufen ist und ich zeige dir, wie du jetzt richtig handelst. Es gibt insgesamt drei Möglichkeiten. Wenn du weißt, welche Variante du hast, kannst du einfach über die Abschnitte in der Beschreibung zu deiner Variante springen. Übrigens sagt dir dein Fernseher auch 14 Tage bevor HD Plus abläuft Bescheid, dass eben nur noch 14 Tage verbleibend sind. Möglichkeit Nummer 1, HD Plus Karte mit Modul oder Receiver. Für diese Variante brauchst du entweder ein HD Plus Receiver oder ein CI Plus Modul. Wenn die Meldung HD Plus ist abgelaufen erscheint, kaufst du dir zum Beispiel bei uns eine neue Karte. Die sieht dann so aus und kostet aktuell 89 Euro. Wenn du ein CI Plus Modul hast, schalte den Fernseher aus und suche anschließend auf der Rückseite deines Fernsehers nach so einem Kartenslot. Dieser befindet sich meistens oben oder seitlich auf der Rückseite des TV-Gerätes. Dort steckt nun die alte HD Plus Karte drin. Ziehe sie raus und stecke die neue Karte rein. Schalte das TV-Gerät wieder ein und nach kurzer Zeit sollte die Karte erkannt werden und du kannst HD Plus wie gewohnt nutzen. Genauso funktioniert es übrigens auch mit dem Receiver. Dort versteckt sich der Kartenslot meist hinter einer Abdeckung. Auch hier wird das Gerät ausgeschaltet, die Karte getauscht und das Gerät wieder eingeschaltet. Der große Vorteil bei dieser Variante ist einfach, dass du keine Registrierung oder irgendwelche Zahlungsdaten benötigst. Allerdings musst du eben die Möglichkeit haben, die Karte zu tauschen, sprich, du brauchst ein CI Plus Modul oder eben einen HD Plus Receiver. Alternativ gibt es so ein CI Plus Modul auch zu kaufen. Dieses kostet dann 89 Euro inklusive einer HD Plus Karte mit 6 Monate Laufzeit. Bevor du dir jetzt aber extra so ein Modul kaufst, hör dir erstmal die zweite Variante an, denn die bietet noch so ein paar Extras. Möglichkeit Nummer 2, HD Plus Voucher/Gutscheincode. Wenn du schon eine HD Plus Karte hast, kannst du diese auch über deine HD Plus Nummer verlängern. Dafür kannst du zum Beispiel bei uns eine Verlängerung in Form eines Gutscheincodes kaufen. Die sehen dann so aus und kosten 65, 75 oder 95 Euro. Bei dem 75 Euro Gutscheincode handelt es sich um eine normale Verlängerung von 12 Monaten. Mit Eingabe der HD Plus Nummer und dem 16-stelligen PIN-Code auf der Website von HD Plus wird diese aktiviert und nicht automatisch verlängert, da keine Bezahldaten hinterlegt werden müssen. Die 65 Euro Verlängerung ist 10 Euro günstiger. Dafür schließt du aber ein Abo ab. Denn nach den 12 Monaten wird die HD Plus Karte bzw. der Account über ein Abo für 6 Euro im Monat verlängert. Es ist monatlich kündbar und bietet die gleichen Vorteile wie auch eine normale HD Plus Verlängerung. Der einzige Unterschied ist eben, dass man sich gleich bei Aktivierung einen Account erstellt und Zahlungsdaten hinterlegen muss. Die Aktivierung läuft auch hier über die Website von HD Plus mit Eingabe der HD Plus Nummer und dem 16-stelligen PIN-Code. Zu guter Letzt die 95 Euro Verlängerung. Hier ist das Besondere, dass sie zwar 20 Euro teurer ist als die normale Verlängerung, aber einen großen Bonus bietet, wodurch du dann wieder ordentlich sparst. Es gibt HD Plus nämlich auch als App, die in der Regel 5 Euro im Monat kostet, welche aber bei der eben erwähnten Verlängerung mit drin ist. Sprich, du sparst 40 Euro im Jahr, wenn du beide Dinge nutzen möchtest. Zudem ist die App wirklich super. Zwei gleichzeitige Streams, Neustartfunktionen, Mediatheken und viele HD-Sender einfach fürs Handy oder Tablet zum Mitnehmen. Wenn du mehr über die App wissen möchtest, dann schreib uns einfach einen Kommentar und wenn du schon da unten bist, lass uns doch gerne auch ein Abo und ein Like da. Auch hier läuft die Aktivierung über die Website von HD Plus mit Eingabe der HD Plus Nummer und dem 16-stelligen PIN-Code. Und natürlich braucht man zwingend einen Account, damit man sich eben auch in der App anmelden kann. Möglichkeit 3, HD Plus Abo. Die dritte Variante ist ganz simpel, denn es ist schlichtweg ein Abo, wie man es eben kennt. Sprich, du zahlst 6 Euro im Monat und kannst monatlich kündigen. Die Zahlung läuft über PayPal oder Lastschrift und du kannst alles über das Mein HD Plus Portal verwalten. Wichtig zu erwähnen ist, dass du hierbei die Möglichkeit haben musst, dich auf deinem TV-Gerät bei HD Plus anzumelden. Am besten geht das mit Geräten, auf denen die HD Plus App verfügbar ist. Oder auf zum Beispiel Panasonic-Geräten, die HD Plus als Operator-App haben. Ja, und das waren auch schon alle Möglichkeiten zur Verlängerung von HD Plus. Wenn du noch Fragen hast, wende dich gerne an uns. Ansonsten danke fürs Zuschauen, hau rein!